Justice has been served. Das ist alles, was mir zum neuesten Fortnite-Update einfällt. Falls ihr nicht wisst, was Fortnite ist, ich habe das Spiel auf diesem Channel gezockt. Das ist das größte Spiel der Welt. Wenn ihr auf dem Mond lebt, dann ist es eure Schuld. Und es gab einen Contest in Fortnite, und zwar einen Dance Battle Contest. Und der Gewinner dieses Contests wurde ins Spiel aufgenommen. Ja, der Contest war ab 18 Jahren. Es haben aber wirklich viele 12-Jährige ihre Versuche eingeschickt. Das Ganze war ziemlich lustig, wenn ihr mich fragt. Und ein Kind ist dabei aus der Masse herausgetreten. Und zwar ein Kind mit einem orangen T-Shirt, das einfach so fucking cringy war, dass es schon wieder gut war. Und so übertrieben und so geil. Thanks Fortnite, if this actually stays in the game, I'll probably crap my pants. Y'all ready? This is called the random. It's also a great exercise move. It's really tiring now. Ja, und irgendjemand hat den Contest gewonnen, irgendeine Dance-Crew, die natürlich über 18 alle waren und die auch berechtigt waren zu gewinnen. Und ja, dann kam aber diese Woche Season 4 raus, das neue Update für Fortnite, und dann war auf einmal dieser Tanz drin. Der Tanz von diesem Scheißkind hat ins Spiel geschafft, weil sich im Internet alle drüber lustig gemacht haben und es so geil fanden. Und weil es so geil ist und zur Feier dieses epischen Moments des Internets, habe ich mich entschlossen, den Dance Move nachzustellen. Ja, und wahrscheinlich werde ich eine schlechtere Figur als dieses Kind machen. Bis gleich. Das Licht ist übrigens scheiße hier. Exercise.